Jetzt haben Sie seit den 50er Jahren mit dem Aargau zu tun. Ja. Wo ist der Aargau für Sie am schönsten? Lenzburg. Wir haben das schönste Städtchen der ganzen Schweiz. Ja? Und wir sind auch bekannte. Lenzburg sind so viele Leute, also bekannte Leute von der Schweiz und auch von Österreich, die früher hier Lenzburg sind gewohnt. Und da haben wir auch Amerikaner gehabt. Der Ellsworth, oder der Ellsworth von 1911. Ja? Und vor einem war es Wiedeker, der war auch ein Amerikaner. Und wir spielen die Ellsworth, das Schloss Lenzburg gekauft, nur wegen einem Barbarossa-Tisch. Er war fanatisch von Barbarossa. Und er hat gesagt, er wollte den Tisch. Und der Wiedeker, er hat ihm gesagt, er will das Schloss verkaufen. Und er hat gesagt, also gut, ich kaufe das Schloss. Und er hat das Schloss gekauft. Und sogar, ich weiss auch den Preis. Wie vorhin gesagt, ich habe den Kaufvertrag. Und er hat für 550'000 Franken das Schloss gekauft. Mit dem ganzen Ring herum, den Goffisberg und den Wald innen dran. Jetzt mögen Sie sich noch erinnern, wo Sie das erste Mal von dem Aargau gehört haben? Noch hier Lenzburg. Von Lenzburg ja mich gut kennt. Also, und ich auch, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich habe mit dem Jugendfest ziemlich viel zu tun gehabt. Und ich bin ja auch in verschiedenen Dörfern. An dem Jugendfest oder wenn ich ein Fest gehabt habe, bin ich mit schiessen. Mit Kanonen. Auch Aarburg bin ich schiessen. Und alle dort die Dorf hier in der Nähe, da sind so etwa 10 Dörfli, wo ich früher geschossen bin, mit Kanonen oder mit Petarden. Jetzt, Ihre Eltern sind ja zuerst auf Lenzburg gekommen. Wie war denn die Situation in Ormelle, in der Provinz Treviso, in 7 Jahren, Anfangs also, 50er Jahre? Das Dorf vom Vater, Sache, ist sagen wir, ein Bauerndorf. Bei uns werden nur Alpsachen Wein gemacht. Es ist bekannt wegen roten Wein. Und noch hatte der Vater hat schon Arbeit gehabt. Aber sie haben sie nicht gezahlt. Sie haben sie immer gezahlt mit 5 Liter Wein, 10 Liter Wein oder 2-3 Pulli und alles diese Sachen. Und er hat immer gesagt, er darf mir da nicht Material kaufen mit Pulli oder Salami oder etwas. Nachher er ist auch in die Schweiz gekommen. Und ich bin nicht unten mit der Großmutter und der Tante. Wie war denn das für Sie als Bub? Sie waren grossmütig bei der Tante und Mutter und der Vater in der Schweiz? Also ja, wenn sie in die Schweiz gekommen sind, wo sie ja gewusst haben, gehen sie weg, dann hat man sauri brüllt. Und ich habe immer gesagt, dass dann bleibt ihr da. Wir essen lieber ein Stück Brot mit dem Wasser. Das sind die Sachen, die ich gesagt habe. Ja, und es ist auch so gut, nach 4-5 Tagen später, war es so normal. Aber angefangen, die ersten Tage, war es auch schlimm. Ihr Vater ist dann als Jahresaufenthalter schon als Maler ja. Auf Lenzburg gekommen? Ja. Er ist das ganze Jahr gekommen. Und die Mutter war auch noch das ganze Jahr da. Ja. Ja. Und als Maler hat er da, ist er da angestellt? Ja. Ist er war angestellt. Ja. Bei der Firma Abrist. Da sind seine Meister. Und er hat manches Jahr dort hineingeschafft. Noch einer, er ist einer von unserem Dorf, der Ormelle kennt, oder Verwandten von uns.
er ist beim Bucher Guier niederwenig. Und er ist noch jeden Morgen die Tour arbeiten. Er ist auch schmaler. Die Firma Bucher Guier hat ziemlich viele Blöcke und Zeug. Und er ist immer malerisch für die Wohnung, wenn sie streichen und Zeug. Und wenn sie Ausstellungen hatten, sagen wir, in Lausanne haben sie noch eine Filiale gehabt. Und er ist auch Ausstellungszeug, wenn von niederwenig aus Lausanne gegangen, er ist die immer streichen, also richtig, wenn der Fehler drin war oder Kratzen hatte, er ist immer oder schon die ganze Bude streichen. Er war einmal fast ein ganzes Jahr dort unten. Und dann haben Sie, eben als Sie im 63 auf Lenzburg gekommen sind, haben Sie dann angefangen, so als Laufbub? Ein Laufbub in der Eisenwarenhändler bei Walter Berzi Resli. Ja, das war eine alte Geschäft von früher. Und ja, von dort und am Schluss ja fast selber weitergebracht, das Geschäft. Warum er ist gestorben, dann hatte er zwei Doktor gehabt. Also ein Doktor und ein Stiftdoktor. Stiftdoktor ist die, die im Geschäft war. Und die richtige Tochter, sie hat im Mutscheller oben gewohnt und sie ist nur runtergekommen, alle Sachen schauen und der Zeug. Nach 90 ist das Geschäft zugegangen. Die wollte nicht mehr weitermachen. Ja. Da waren Sie gut 40 hier, ja, oder? Ja. Und ja, nach einer Zeit bin ich verschiedene Norden arbeiten. Es sind mir etwa 10 Personen, die mir angerufen haben. Luigi, kommst du bei uns arbeiten? Luigi, kommst du bei uns? Und Zeug. Und dann habe ich ausgelesen, der Mammut Lenzburg. Bin ich dort gewesen. Und dort war ich zuständig für Ware. Alles Ware, das reinkam, bin ich zuständig für den Tag gewesen. Und die Spedition geschafft. Und dort ja, bis von 90 bis 2003 gearbeitet. Also zuerst ich hatte einen Herzinfarkt in 2000, dann habe ich in 2002 ja, Verstiefungen bekommen in den Rücken. Und von dort weg ja nicht mehr weiterarbeiten. Und dann habe ich ja AV bekommen. Oder von der Schufe. Ich wäre lieber arbeiten, da wo ich hatte. Hauptsache, wenn wir wissen, an der Schule, wo ich ja gerufen wurde, bei so einer Kontrolle, sie haben mir gesagt, sie sucht die IV. Und ich habe gesagt, wenn sie gesagt, ich habe nicht richtig verstanden. Sie sagt, sie suchen. Mir denkt, sie sucht die IV. Ich habe gesagt, gehen Sie mit dieser Zettel. Ich habe die Telefonnummer von der Sekretärin angerufen und daran angeschrieben, in 6 Monaten 364 Stunden Überzeit, noch gut 12 Wochen Ferien. Dann habe ich gesagt, jetzt Leute sind hier und fragen sie da, wo ich hier angeschrieben habe, in der Richtung ist. Und dann habe ich gesagt, nein, sie haben es mir falsch verstanden. Ich sagte, ja, ist gut. Ich weiß alles. Ja? Und ich sagte, ich habe alles gut verstanden, was sie gesagt haben. Und ich sagte, ja, jetzt kommen sie Zeug, wie viel sie IV kommen sie über und alles. Und ich sagte, den Brief, den sie mir schicken, müssen sie einen der Bude schicken. Und dort müssen sie auch einen wissen. Warum der Bude für mich hat das auch viel gemacht. Ja, und dort. Aber wenn die alles probieren und das Zeug, ja. Und in den Jahren, angefangen in 1963, wo ich hierher kam, wir hatten keine italienische Fahrt, wir hatten keine Missionen. Und wir haben in 1963 angefangen zu schauen, wegen Missionen, Katholika. Noch hatten wir eine Fahrt von Aarau, dann ist er hier in Lenzburg gekommen. Und ich weiss, wo meine Mutter immer erzählt, sie haben sie früher, wo Mess machen, ist Don Michelangelo
von Enet Baden. Er ist immer jede drei Wochen fast hier Lenzburg Mess gemacht. Dann haben wir Ende 62 haben wir eben die Missione Cattolica. Und dann haben wir auch zwei, drei andere, der Räckli, das Gastarbeiterzentrum, haben wir alles von uns. Und danke an meinen alten Chef, den Walter Berci Resli, der für uns Ostland sehr viel gemacht hat. Wenn wir nicht so eine Person hatten, wären wir nicht so weitergekommen. Und wenn wir heute noch reden von ihm, alle sagen, ja, er ist tipptopp. Und der Hero hat uns den Baracken gegeben, die dort drinnen Leute geschlafen haben. Ja, haben sie uns gegeben, noch einmal für unser Zentrum dort hineinkommen. Und auch danke an meinen alten Chef. Und warum? Er ist auch einer, der in Ostland, in Kriegszeit, er ist in Frankreich gearbeitet, von einer Firma von Lenzburg. Jetzt, wo Sie ein junger Bursch waren, war ja die Zeit von diesen Überfremdungsinitiativen, Schwarzenbach und ja, zweite, dritte, vierte, es hat ja fast nicht mehr aufgehört mit dem. 1970 die letzte und von Schwarzenbach, wo die letzte Abstimmung, die gemacht wurde von ihm. Zobern 6 hat mein Chef, Walter Berci Resli, angerufen. Er sagt, Luigi, geh in den Keller runter, geh 3 Steigraketen holen, knallt Steigraketen, und sagt, geh in den Goffi oben, das ist der Berg. Nach dem Schloss und sagst, lass die 3 Schuss ab. Freude an mir gegangen. Dann bin ich nachher nach Hause gegangen. Und ich habe gesagt, ja, wenn die Polizei kommt, dann sagt, musst du keine Angst. Ich schaue so für alles. Ja? Und bin ich hochgegangen und ich habe 3 Schuss wegen der Schwarzen Bach verloren hat, wegen der Ostländer. Warum wäre es auch schlimm gewesen? Also, nicht ich sage, die Dame werfen die Schweiz eine ganz schlimme Zeit, warum viele Leute diese Arbeit hat sicher nicht gemacht. Und wenn wir denken, die Bergamasca, die Italiener von Norditalien, die 6 gekommen sind, in 1944, 1945, was alles die gemacht haben. Beispiel, ja, für die Missione Cattolica bin ich jeden Freitag, Samstag, Sonntag einen italienischen Film gemacht. Und einmal sind wir eben an Donzi bei den Baracken, die Autobahn gebaut haben. Dort kam der Film, wo auch die unter Leute gekommen sind, mehr oder weniger. Und die haben sich saure Freude. Und noch am Schluss, wenn wir Film fertig sind, haben sie die Wein rausgebracht, Käse, Salami und haben wir etwas gegessen. Das war saure schön. Also, dann, eben, Sie haben gesagt, in der Missione sind Sie tätig gewesen, im Agli. Wie ist denn das gelaufen mit dem Giute? Mit dem Giute bin ich in den italienischen Verein von der Agli, habe eine Mannschaft gehabt. Und dort ja, bin ich in der Kommission von den Italienern und den Schweizern. Ich war in der Kommission hinein und dort, wenn etwas war, ja, sag du, wir müssen mit da machen oder da machen. Ja? Und noch eine, ja, weiter noch habe ich angefangen, Juniorentrainer zu machen. Alle Sachen von meinen Brüdern aus Goli. Und wir sind dort weitergegangen. Und bis vor die Akkurat in 1977 habe ich auch etwas aufgehört. Und das war dann eigentlich ein Italiener Giutti Club. Ja. Wie hat denn der geheißen? Azzurri di Lenzburg. Ja. Squadra Azzurra di Lenzburg. Ja. Ja. Und den gibt es noch heute, oder? Nein, den gibt es ja. Und wo shooten denn die Italiener Buben und Mädchen? Ja, da sind sie alle gross. Ja. Sind sie jetzt, sagen wir, fast 60, also die Brüder von mir 60 geworden.
die Schutter nicht mehr. Also alle die Kollegen, der Sohn ist einer, der jetzt mit der Schweizer Mannschaft gespielt hat, oder wie er spielt, glaube ich, mit den Senioren. Die richtige italienische Mannschaft existiert nicht mehr. Haben Sie denn den Giutti Club aufbauen, also ein bisschen für mit den Italienern zusammen zu sein? Oder weil die Schweizer sie nicht haben wollen? Wie muss ich das verstehen? Ich bin viel jünger als Sie. Ich weiss, mit beiden bin ich zusammen gewesen. Oder wie spiel, wir haben 20 Leute gehabt, und die von der Mannschaft von Lernburg haben sie eventuell 16 Leute gehabt. Wir haben zwischen ihnen auch unsere Leute gewechselt. Haben wir die in die dritte Liga reingetan. Wir waren in der vierten Liga. Ja, wir haben so auch gewechselt und sind immer gut zusammengekommen. Und immer ja, wie eine Familie waren wir. Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren bei der Missione Cattolica aktiv. Ja. Es hat ja auch so ein bisschen weit in Italien die Trennung gegeben, Don Camillo und Peppone. Haben Sie von dem auch etwas mitbekommen? Von diesen, sagen wir, eher linken, gewerkschaftlichen Leuten? Nein, aber wir waren so eine grosse Familie. Das war fast nicht möglich, so ein Durcheinander zu sein. Also, wir sind wirklich eine grosse Familie. Und ich habe heute noch, also bin ich heute auch in verschiedenen Schweizer Vereinen drin. Und das war für uns wie eine Familie. Und wie war denn das für Sie und Ihre Mutter und Ihren Vater, die von so weit im Norden kommen, wo dann die ersten Italiener von Süditalien gekommen sind? Also wir hatten keine Probleme. Darum habe ich auch einen von Süd geheiratet. Auch in der Nähe von Neapel. Und ich habe die kennt und seine Eltern kenne ich. Ich habe vorher schon kennt. Ja. Oder also dank dem Geschäft ja so viel von ganz Italien Leute kennengelernt. Ich darf ja sagen, von Chiasso bis Sizilien, Sardinien, rechts und links, ich habe Kollegen. Und ich habe immer mit diesen Leuten immer Kontakt. Und Ihre Frau ist dann schon in der Schweiz aufgewachsen? Nein, sie ist, glaube ich, 16-jährig, 17. 14-jährig, als ich hochgekommen bin. Und sie hat bei einer Bäckerei geschafft. Und ich, da war der Eisenwagen und da ist die Bäckerei. Und dank der Brötchen sind wir. Man sieht auch Sachen mit meinen Brüdern. Mehr spielt und kennt und die Zeug. Und nachher, dank des Brötchen, sind wir rausgegangen. Und dann später sind ja dann die Spanier und Türken und Portugiesen. Also wie war das für Sie als Italiener? Also ich habe mich tipptopp gefunden. Ich hatte zum Beispiel Kollegen, Spanier-Kollegen, Portugiesen-Kollegen. Mit den ersten Türken ist es tipptopp gegangen. Oder so die Jugoslawien-Zeug. Also es ist wirklich nicht wie heute. Früher waren wir wirklich auch mit der hier eine Familie. Heute ist es etwas mehr auseinandergegangen. Wieso hat denn das gewechselt? Was denken Sie, dass es heute anders ist? Also, warum von mir aus sind viel, viel mehr Junge später reingekommen. Die haben sich auch alles gewechselt. Und auch mit, sagen wir, mit Auto, mit Nattel, mit Fernsehen und alles Zeug. In den ersten Jahren, wo wir hier in der Schweiz waren, wir hatten fast niemand Ostländer, der Fernsehen hatte. Ich bin dank meinem Chef, wir hatten Fernsehen in 1969. Wir hatten Fernsehen. Und dort sind ziemlich viele Italiener, die bei uns daheim gekommen sind. Zwischen ihnen war es nur ein paar Italiener.
und sind hier schauen. Ja? Wir waren wirklich mehr eine geschlossene Familie. Gewesen. Jetzt haben Sie da die Unora per Voi haben Sie jetzt angesprochen. Was ist dort gezeigt worden? Die haben Sie gezeigt, alles, was in Italien war. Sonst haben Sie vom Festival di Sanremo geredet und alles von verschiedenen Sendungen, italienischen Sendungen, die. Seinerseits sind schwarz-weiß, man sind traurig, lustig. Und auch Sachen wegen der Sprache. Und das ist einfach eine Stunde? Eine Stunde. Ja, am Samstagnachmittag? Samstagnachmittag. Ja. Und das war schon eine Phase, in der man nicht mehr gearbeitet hat am Samstagnachmittag? Ja, teilweise. Also ich habe gearbeitet. Im Geschäft? Im Geschäft, ich habe gearbeitet. Meine Eltern oder seine Eltern und die Zeug, sie waren daheim oder andere Leute, die... Sie sind ja lange bei der Feuerwehr gewesen. Ja, 27 Jahre. Dann habe ich auch aufgehört wegen der Kettenfach. Und dort hatte ich auch verschiedene Einsätze, schlimmere Einsätze. Muss ich sagen. Ja. Auch wie Spiel bei einem Ort bin ich gerufen worden. Zu oben bei einem Eisenbahnunglück und einem Auto. Und dort mussten wir einen rausnehmen. Und das eine, wo ja zu oben vor einem Gerät und alles, und wo ja dort gearbeitet habe, nicht kennt. Ja, erst nachher für noch wer war. Oder wenn wir dort dabei sind, wir schauen nicht, wir schauen die Leute retten. Und noch habe ich ja fast einen Schock bekommen, wo ich ja gewusst, wer da ist. Ja. Feuerwehr heisst ja nicht nur Ausbildung, heisst nicht nur Übung, heisst nicht nur Einsatz, sondern das ist ja auch ein Haufen Sozialzeug. Und noch nach jeder Übung sind wir etwas trinken, essen, alles zusammen. Lernbar sind wir etwa 120 in seiner Zeit. Ja. Und wir sind auch Stütz, Feuerwehr, von Lernbar bis Baden oder von hier bis Zoffingen oder so. Bei ihm viel aber und verschiedene Orte, Richtung Bruck. Und die grossen Einsätze, die ich hatte, Autounfall, der SBB-Umzug, dort in 1980, noch ein Tankerlastwagen, der umgekippt hat, der Tinol drin hatte. Das war Sprengstoffmaterial, also für Sprengstoffmaterial machen. Und da mussten wir alles von Hand rauspumpen. Warum hat niemand eine Firma, die rauspumpen in einen Tanker rein? Da mussten wir alles von morgen 9 Uhr bis abends um 5 Uhr arbeiten. Und das ist wirklich saure Völligkeit. Wenn nur ein Funk gekommen wäre, wären wir in die Luft gegangen. Und unten dran hat ein Haufen Leute. Wir haben dazwischen einen Schlauch genommen und die Leute spritzt und weggejagt. Und der Chauffeur des Lastwagen haben wir eine halbe Stunde oder eine Stunde später in der Kabine gefunden. Vorher haben wir gedacht, der ist eventuell ab. Hat es denn in der Feuerwehr Lenzburg in den Mengen Jahren, wo Sie dabei waren, auch Leute hatten, die ursprünglich aus dem Ausland waren? Ja. Wir haben da etwa 5 oder 6. Dann haben wir Italiener absachen. Dann haben wir einen Spanier gehabt. Und 1 oder 2 Türken haben wir gehabt. Haben Sie sich jetzt, wo eben in Lenzburg daheim sind, im schönsten Städtchen der Schweiz, haben Sie sich einbürgern lassen? Ja. Wieso haben Sie das gemacht? Also, wo ich gesagt habe, ich war ja in der Jugendfestkommission drin, wenn ich noch der Sohn, also selbst meine Tochter, hat bei einer Gemeinde gelehrt gemacht. Die Gemeinde Seon, sie hat dort gelehrt gemacht, meine Tochter. Und noch einer der Bub, er ist hier in Lenzburg, auch in die Gemeinde, gelehrt machen.
Und wo wir gerufen wurden, sind wir, und ich habe gesagt, löst ihr, ich wette nicht, wenn ihr meine Sohn nehmt, nur wenn ich bei der Jugendfest zu Hause bin. Ja, ich wette da nicht. Und sie haben gesagt, nein, ich muss keine Angst. Wir nehmen, was er hat, vier Sprachen. Italienisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Und er sagt, wir brauchen da. Und noch einer von dort. Also voran haben sie mir schon, meine alten Chef hat gesagt, Luigi, willst du nicht Schweizer werden, Zeug und Sachen. Und ja, noch einer dort gesagt, auch schon gut, wir machen da. Und noch einer in Nein, 2008. 2008 haben wir Einbürger. Also wir sind Doppelbürger, Schweizer und Italiener. Ja, also das war in dem Moment, wo man als Italiener schon Doppelbürger sein durfte. Ja. Also für Teil Sachen von der die Italienisch stimmen. Und da, jedes Mal, wenn da Abstimmung ist, dürfen wir hier auch. Und in dem Fall war für Sie nie ein Thema, wieder auf Formelle zu gehen? Also vorläufig nicht. Ja. Vorläufig. Nur am mindestens 2-3 Jahre sind wir noch da. Noch haben wir Grosskind da, Kinder haben wir da. Und die Familie für uns ist da. Und unten, ich habe niemand, ich habe nur noch eine Tante und ein paar Cousins. Sonst ja niemand. Ja. Also ich gehe Sauri gerne runter. Bin ich die letzte Woche auch unten gewesen. Ja. 2-3 Tage. Also ich gehe gerne runter. Und ich fühle mich hier. Mehr hier daheim. Ja. Und jetzt, wie gesagt, ich bin ja auch in verschiedenen Vereinen drin. Ich bin ja hauptsächlich in einem Sozialverein drin, wo wir jede 14 Tage wir gehen in verschiedenen Orten Waren holen und gehen mit denen, die uns sozial sind, gehen wir Waren raus. Und sind, dort sind es auch sehr viele Leute, die kommen. Sagen wir, sind Schweizer. Italiener, von Musulmanen, sind Spanier, Portugiesen und von Ex-Jugoslawien, Türken. Und die können sie jeden Abend Zeug holen. Was ist das für wahr? Ist das zu essen? Das Essen war. Und unser Club oder unser Verein heisst, statt Vorwerfen wird abgeholt werden. Wir gehen holen und noch eine Gamme raus. Und da tun wir eine schöne Sache, die wir machen von den anderen helfen. Warum wird es immer so viel von verschiedenen Geschäften auf und war fortgerührt? Also, ich weiß, wo eins oder zwei Geschäfte, wo jeder so einen Sack voll war, wo dürfen wir gut helfen, die Leute. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie könnten in der Schweiz abstimmen und in Italien abstimmen. Wie war das früher? Sind Sie am X heimgefahren für die Wahlen? Vorher sind wir nach Italien. Wir haben von Chiasso weg bis Sicilien unter alles gratis Eisenbahn gehabt. Also wenn ich in Auto gegangen bin, musste ich selber zahlen. Aber wenn wir mit dem Zug gegangen sind, haben wir alles. Wir haben gratis bekommen und sind mit unten abstimmen. Und das ist auch ein guter Grund, zum Abkommen für Verwandte oder Zeugbesuche oder Großmutter, die noch älter waren. Und sonst sind Sie dann einfach im Sommer? Also, ich bin mindestens etwa 3 oder 4 Mal in Italien gegangen unter dem Jahr. Ja, sind wir für eine Woche, Ostern. Ferien und Weihnachten und auch im Herbst sind wir einmal gegangen. Absachen im Herbst sind wir gut gegangen, Absachen, wenn ich bei der Frau unten bin. Die sind sie immer im Herbst. Und das ist ein guter Grund, runterzukommen, wegen Pilz zu suchen und Trüffel. Ich hatte Kollegen unten, die mit ihnen
eben, wie gesagt, Pilz und Maroni. Und bei der Frau wohnt, hat es auch viel Maroni, wie bei mir oben Trauben. Und bei ihnen hat Maroni. Und Kastanien. Ja, gut. Die ist nicht zufrieden. Nein, ja schon. Und ich habe Absachen mit alles, meine Sammlung von Postkarten von da. Sind es viele von den. Wie sagt man die? Die Stadtführerin. Wir sind ein oder zwei Mal im Jahr bei mir schauen, was neu ist und alles. Schauen, sagen, alles, was ich neu habe, was sie noch vorführen können. Oder sonst einmal werde ich auch gerufen, wenn ich mit ihnen komme, Zeug zeigen oder klären und Sachen. Das ist auch einer von meinen Hobby. Und von Lenzburg, ich weiß wirklich viel mehr. Auch so ehemalige Ostländer, an einer von Lenzburg ist. Wir spielen miteinander auch bei den Jugendfest, wo wir schiessen, am Donnerstagabend, Freitag am Morgen. Wir haben mal einen neuen Einwohner, der reklamieren kann. Und er kam ins Schloss. Und er sagt, weißt du, ein Seicher und Zeug und Sachen. Er meldet bei der Polizei und Zeug. Und er sagt, er muss nicht melden bei der Polizei, er muss nur hochkommen. Ich hatte den Funken, früher hatten wir keinen Hotel und Zeug. Ich hatte direkt den Funken mit der Polizei. Und dann habe ich ihm gesagt, Leute, wenn Sie unsere Traditionen nicht machen, sie verleiden, dürfen Sie gehen von Lenzburg. Ich komme, wo Sie gekommen sind, ich komme ja nicht sagen, das ist ein Zeichen. Jede Tradition muss man vertragen. Und ich habe vorhin etwas vergessen zu sagen. In 27 Jahren, als ich bei der Eisenwaren geschafft habe, wir hatten Munition, Waffen und Dynamit, Depot und Schwarzpulver. Und mal kam ein Förster und hat Sprengstoffwellen. Und ich habe gesagt, ich muss ihn ausweisen haben. Wir müssen ihn eintragen. Und er sagt, eine Schinken, ich gebe keinen Ausweis in die Hand. Und ich habe gesagt, eine Schweizer Kühe, ich gebe keinen Sprengstoff. Und dann war der Chef etwa 5-6 Meter weit hinter. Und er ist gekommen und sagte, Luigi, was ist los? Und ich sagte, der Herr will mir keinen Ausweis in der Hand, eine Schinken will keinen Ausweis in der Hand für Sprengstoff. Der Chef hat ihnen gesagt, sie haben keinen Ausweis in der Hand. Dort ist die Tür, gehen sie raus. Das ist eine der Freuden, die ja richtig von einem Chef, der richtig geschaut hat für seine Mitarbeiter. Ja, hat der Herr Bertschi aber gut geschaut. Ja, und er hat, wie vorhin gesagt, er hat sehr viel gemacht für uns Italiener. Auch, er war sowieso einer gewesen, in Lenzburg, eine richtige Person. Und hat auch für uns, wie gesagt, für die Missionen, Ackli und für jemand anderen, der etwas fragen wollte, waren wir dabei gewesen. Jetzt habe ich noch etwas zum Zurückschauen und dann kommen wir noch auf die Krippe zu reden. Sie haben gesagt, Sie seien damit in die Ferien gegangen, für die Wahlen auch. Und eben die Idee, zurückzuzügeln, das ist im Moment nicht aktuell. Hat denn Ihre Familie Verständnis gehabt für das, dass Sie jetzt einfach sagen, ja, wir bleiben in Lenzburg? Ich glaube, meine Frau auch. Und Kinder sowieso. Kinder haben sie kein Interesse abgeholt. Die haben sie alle hier eine Stelle und die Zeug und sind gut. Also der Sohn, also der junge Sohn, er ist auch Informatiker und ist auch jetzt der Stadtkanonier von Lenzburg und ist auch in verschiedenen Zeugen drin
Und jetzt ist er in Weiterbildung in der Schule. Der andere Sohn konnte auch auf den Stadtkanalier machen und schafft die Wettigen und hat einen guten Job. Er ist ein Leiter einer Sanitärfirma. Ja. Und die Tochter schafft auch. Da in Enschigen auch eine gute Firma, wo alles ausländische Ware, Lebensmittelware, wo sie verkaufen. Und sie hat zuständig für alles, was von Italien kommt und Zeug. Also, und jetzt ja ein Grosskind, das dieses Jahr die Lehre angefangen hat, auch Schreiner. Und die anderen sind alle noch kleiner. Und die Familie in Italien hat kein Problem damit, dass sie böse gesagt fahnenflüchtig geworden sind und Italien den Rücken gekehrt hat. Meine, sie sind ja mehr Schweizer und mehr Lenzburger als andere. Das hat in Italien nicht für böses Blut gesorgt, dass jetzt der Luigi nicht mehr retourkommt. Also wenn mir einer fragt, wenn ich Turner bin, wenn ich Doppelbürger bin oder so, ich sage ja, ich bin ein Doppelbürger. Aber sonst sage ich da niemand. Also, Herr Marquesin, Sie haben 1955 als Bub das erste Mal eine Krippe gemacht. Ja. Wie hat die ausgesehen? Das war wie ein Aras, von Öffelaras. Das war so gross. Und der grösste Teil der Figuren, das hat meine Mutter und Vater von der Schweiz. Sie haben hier in Lenzburg ein Geschäft an der Bahnhofstrasse. Und dort haben sie dann Figuren und Söffli. Die haben sie mir runtergebracht und das ist meine erste Krippe, die ich gemacht habe. Und zwei, drei Figuren haben wir noch in Italien gekauft. Und etwas ja immer noch da. Dann ist das immer weitergegangen? Jedes Jahr einen Tag gemacht. Jedes Jahr und immer grösser, grösser, grösser. Ja, bis der Nachbar auch seinen Platz mehr gegeben hat. Und in manchen Jahren, einmal, ist mir ganz kaputt gemacht worden. An einem Klauschmerz. Ist mir komplett kaputt gemacht worden. Und noch habe ich eine Anzeige gemacht an die Polizei. Was wollten wir machen? Das war niemand. Ja, und wenn ich denke, nur Muskeln suchen, jetzt wo ich so gross mache, brauche ich fast eine ganze Woche. Und so machen, sind es etwa fast zwei Wochen Arbeit. Wenn wir nur ein Lämpchen kaputt machen, muss ich wieder alles von vorne anfangen. Aber das ist mir gleich eine Freude, mit Wärme und Kälte ich mache. Leider das Jahr wegen Gesundheit, ich habe nur eine kleinere gemacht. Wie viele Figuren hat es denn jetzt drauf? Also jetzt weiß nicht, ich habe nicht zählt. Wenn ich den gross gemacht habe, wie letztes Jahr, sind es gegen 300 Schöffli, gegen 200 Figuren und noch sind es etwa 20, 30 Häuschen. Und letztes Jahr hatte ich noch eine Wasserfalle. Wo mit allem Wasser, das läuft, also in die Mitte rein, bis vorne dran wie eine Mühle, die dreht. Was bedeutet Ihnen diese Krippe? Also Krippe für mich ist Weihnacht. Ich habe viel mehr Freude an den Weihnachtsbäumen, auch wenn ich die Weihnachtsbäume genau gleich mache. Ja. Aber Krippe gibt mehr schönere Festtag. Ist das eine Tradition, die Sie... Das ist eine Tradition, Absache von den Italienern. Also ich war in der Nähe von Neapel und dort sind sie ganze Strasse, wo nur Weihnachtssachen verkauft. Ja, und das ist auch schön. Und dort kommen sie alles über. Zum Beispiel sind teils Sachen, wo saure Tür sind. Ich zeige noch so eine kleine Schenke. Ich habe 25 Euro gezahlt. Figuren sind zwei, drei Figuren, die gegen 40 Euro gezahlt haben. Da
ja nur etwa 2, 3. Ja. Es ist wirklich eine Freude, wo ich eben das noch mache. Und wenn Sie schauen, Wasser ist blauer. Wie Himmel. Und das Wappen von Lenzburg? Ja. Ja, weißt du, warum der Wappen von Lenzburg schwarz, weiss-blau ist? Wenn ich vom Schloss oben einmal geschossen habe, ist eine Kugel gerade mit der Farbe gerade dort und dort einen blauen Punkt gegeben. Mögen Sie sich noch erinnern, wo Sie das erste Mal vom Aargau gehört haben? Ja, im 67, als ich meine Eltern besuchen in Lenzburg. Und da habe ich nicht einmal gewusst, was wo das ist. Weil ich bin nie raus von Italien. Und dann mein Vater hat mir geholt, Chiasso. Und dann bin ich hier in Lenzburg gekommen. Ich habe nie mehr gekannt. Dann, meine Eltern sind gearbeitet und ich war alleine daheim. Und dann habe ich kennengelernt, den Brüder von meinem Mann. Und dann sind wir einmal mit den Häftlingen umduschen. Und so ist, dann bin ich 2, 3 Monate so hier geblieben. Würden Sie sagen, der Aargau sei Ihre Heimat unterdessen? Also jetzt schon, ja. Wieso ist es denn Ihre Heimat? Weil ich bin mit 14 hier gekommen und bin ein Jahr hier in der Schule, weil ich nicht konnte, Deutsch, kein Wort. Dann musste ich ein Jahr in die Schule, dann bin ich arbeiten nach dann bei der Mortelli Bäckerei und sie hat mir Deutsch gelernt und habe eine Lehre gemacht und dann bin ich hier geraten, haben wir zu Lenzburg geraten. Italien, ich bin jedes Jahr gegangen, weil meine Großmutter da war und meine Tante. Und jetzt haben wir auch fast niemand mehr. Dann sind Ihre Eltern in den 60er Jahren auf Lenzburg gekommen. Was haben die geschafft? Also mein Vater ist im 63 gekommen. Die haben beide in der Hero geschafft, Hero Konserve. Mein Vater war im Lager und meine Mutter bei der Konfitüre. Was ist das? Ist das eine gute Arbeit, die Sie hatten? Die haben es wirklich schöne Arbeit gehabt. Also, wie wir erzählt haben. Ein bisschen streng, am Anfang des Jahres war es streng, aber sonst haben sie es gut gehabt. Und wie haben Sie das erlebt, als Sie bei den Grosseltern gewohnt haben? Also, am Anfang es ist schon etwas schwer, weil die sind nur einmal im Jahr in der Ferien kommen, nur an der Weihnacht oder manchmal auch im Sommer, wie haben sie müssen arbeiten, oder? Aber ich musste in die Schule gehen und meine Großmutter hat mir auf mich geschaut. Da habe ich alle Schulen in Italien gemacht, bis ich 14 war. Und ja, dort unten gut. Mit den Grosseltern hatte ich wirklich gut gehabt. Haben Sie denn Freundinnen gehabt, wo die Eltern auch in der Schweiz waren? Nein. Die sind vielleicht später gekommen, aber früher meine richtigen Freundinnen sind alle in Italien geblieben. Weil Vater hatte immer eine in der Bar, eine hat es in einer anderen geschafft. Die einen sind mir. Mein Großvater hat einen Stuhl gemacht. Er ist. Also nicht Schreiner, aber einfach nur Stuhl hat er gemacht. Und mein Vater hat etwas gelernt. Und meine Onkel auch. Aber nach dann zu entscheiden, in die Schweiz reinkommen, vielleicht wegen dem Geld, oder? Und was hat denn der Anlass, was ist denn der Anlass gewesen, dass Sie auch in die Schweiz gekommen sind mit 13, 14? Weil ich musste nach der SEC musste in ein anderes Dorf in die Schule gehen. Und meine Großmutter hat gesagt, jetzt bist du 14. Dann kommen die Jungen in den Dorf und dann hat gesagt, ich kann nicht mehr auf dich schauen, weil ich musste mit dem Bus gehen. Und dann musste ich im Institut und dann habe ich gesagt, nein, im Institut wollte ich nicht kommen. Und dann bin ich hierher gekommen. Und wenn ich hierher gekommen bin, hat es mir nicht so gefallen, weil ich keine Sprache, ich habe nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, meine Mutter, bringst du mich wieder bei meiner Großmutter, ich will nicht hier bleiben.
Und er hat gesagt, nein, jetzt bist du da und dann musst du da bleiben. Und langsam habe ich gelernt. Wie haben Sie denn da in Lenzburg gelebt, Sie mit den Eltern? Was war da für eine Wohnung? Also wir haben die erste Wohnung, haben wir nur zwei Zimmer gehabt. Und das WC war draussen, weil es mehr Familienhäuser waren und dann mussten sie alle dort gehen. Und nachdem hat beim Hotel, wo ich geschafft habe, haben sie uns eine Wohnung angeboten, eine Vierzimmerwohnung. Und dann sind wir dort gewohnt. Und es war wirklich gut, wir sind mit allen gut rausgekommen. Sie haben gesagt, Sie haben bei dieser Bäckerei Mortelli geschafft. Was war das für eine Arbeit, die Sie gemacht haben? Ich habe Verkäuferin. Ich habe eine Verkäuferin gemacht. Im Laden. Einfach Brot. Und dann haben Sie können eine Anlehre machen dann? Sie hat schon wollen, dass ich eine Lehre mache, aber ich habe gesagt, ich kann nicht gut Deutsch. Nur ein Jahr in die Schule. Und dann habe ich gesagt, nein, dann bleibe ich so und habe eine Anlehre gemacht. Und jetzt bin ich wieder, wo mein Mann krank wurde, habe ich mir eine Arbeit suchen. Und ich arbeite jetzt in Wildegg beim Mosberger. Auch in der Bäckerei. Sind Sie bei den Brötchen und beim Dessert geblieben? Ja. Wie hat denn das ausgesehen, wo Sie die Familie gegründet haben? Im 77. 77 haben wir geheiratet. Am 22. Oktober. Ja. Dann haben wir uns auch kennengelernt. Ich habe bei Mortelli geschafft, er beim Bartschi Röschli. Und einen Abend kam er vorbeigekommen und hat ihn gefragt. Dann gesagt, willst du mit uns ins Kino kommen? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann sind wir zusammengekommen und im 77 haben wir geheiratet. Im 78 ist Alessandra geboren, im 81 Andrea und im 90 Giuliano, Nachzügel. Was war das für ein Kino hier in Lenzburg? In Lenzburg, aber ich weiß nicht mehr, was der Film weiss. Es war ein lustiger Film, weil aber ich mit der Freundin gekommen. Wir durften nicht alleine gehen. Und der Film war auf Deutsch, oder hat es in Lenzburg auch italienische Filme? Es hat früher auch italienische Filme gegeben. Aber es war auf Deutsch. Ja. Haben Sie denn auch so Verein angehört oder gehören da? Also ich rieche wie mein Mann nicht. Ich bin einfach immer helfen. In allen Vereinen bin ich helfen, servieren, alles. Aber ich war nie wirklich drin. Dann haben sie mir viel gerufen, dann kannst du helfen, das. Und dann habe ich gesagt, ich habe immer ja gesagt. Jetzt haben Sie uns einmal erzählt, dass Sie so wie zwei Mentalitäten haben. Ja, jetzt sind wir so manches Jahr hier in der Schweiz, da haben wir mehr Mentalitäten wie Schweizer. Also richtig, wie müssen wir etwas machen. In Italien, ich sage jetzt in Italien, haben sie eine andere Mentalität. Zum sagen, was ich nicht heute mache, mache ich morgen. Und bei uns hier in der Schweiz ist es einfach anders. Da müssen wir einfach nach Regeln gehen und ein bisschen, also nicht streng, aber wir denken jetzt anders. Haben Sie denn das Gefühl, so die Mentalität in der Schweiz, in Lenzburg, hat sich auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren? Also jetzt schon, ja. Anfang 70 war es anders. Es war mehr familiär, miteinander sind wir zusammengekommen. Jetzt manchmal treffen wir Leute auf der Straße und sagen, sie nicht einmal grüezi. Aber in den Anfangsjahren war es anders. Da haben wir miteinander können helfen, ja. Jetzt, was hat denn die Mission Cattolica für Sie für eine Bedeutung gehabt und immer noch? Also Mission Cattolica bin ich dort, wo 14 war, bin ich am Samstag Nachmittag sind wir alle Jungen, die Italiener sind, haben wir dort getroffen. Da haben wir ein bisschen Filme geschaut oder mit der Signorina dopo scuola dort ein bisschen unterhalten, etwa zwei Stunden. Und ja, und jetzt haben wir immer Kontakt mit der Mission Cattolica. Auch wenn es zu ist, mit der Signorina haben wir immer Kontakt. Und
Haben Sie denn das Gefühl, dass die vielen Italiener, die Sie um Lenzburg hatten und immer noch hat, dass die auch Lenzburg beeinflusst haben? Ich glaube es. Ich weiß es nicht. Ich kenne so viele, die haben sich hier wirklich eingeladen, wie es Italien wäre. Wirklich, sie leben hier, wie es Italien wäre. Nicht anders. Weil müssen wir uns anpassen, oder? Und so, wenn Sie schauen, ich meine, im Gegensatz zu den 60er, 70er Jahren, hat es ja in jedem Ecken irgendeine Pizzeria. Ja, früher hat es das nicht gegeben. Die Leute wollen draußen sitzen. Ja, nein, früher im Jahr 60, 70 hat es keine Pizzeria gegeben, einfach nur ein Schweizer Restaurant. Da sind wir auch mal dort und Glas essen und so. Und angefangen haben sie eine Pizzeria anzubauen. Aber sonst, früher hat es nicht gegeben. Und da sehen Sie so ein bisschen als Einfluss von den Italienerinnen und Italiener bei uns, oder? Ja, es ist auch schön, so eine Pizzeria oder ein anderer Laden von einem anderen Ausland. Man kann überall ein bisschen gehen, oder? Mhm. Also, dass wir auch lockerer geworden sind. Lieber gute Wurstsalat als eine schlechte Pizza. Gut. Wie war denn das für Sie, die auch noch andere Ausländergruppen gekommen sind? Mir macht es nichts. Ich bin eine, die mit allen kommt raus. Mit den Schweizern, Türken oder Jugoslawien oder so. Ich arbeite mit vielen Ausländern, also auch Ausländer sind dabei. Und eine Kollegin auch. Ich komme mit allen gut. Und für Kinder, die dann bei Ihnen so in den 80er und 90er Jahren in die Schule gegangen sind, das hat keine weiteren... Nein, die haben es gut eingelabert in der Schule, so wirklich wie Schweizer wäre. Haben keinen Einfluss, also kein... Wirklich muss ich sagen, nein. Darf ich Sie auch fragen, ob Sie je daran gedacht haben, wieder in die Provinz Avellino zu gehen? Anfang schon, aber es ist jetzt zu weit, weil es sind 1200 Kilometer. Und dort runter gehen, einmal im Jahr gehe ich gerne. Gehe noch die anderen Verwandten besuchen. Aber jetzt sind wir hier und dann gehen wir vielmals zur Melle, wo mein Mann kommt. Einmal, zweimal im Jahr. Und wenn ich einmal pensioniert bin, vielleicht gehen wir 3-4 Monate nach Italien. Vielleicht. Und sonst bleiben wir hier. Wir sind jetzt so, das ist so langes Jahr hier. Kann man nicht wieder zurück. Und Kinder und Grosskinder sind alle da. Und jetzt haben wir so viele Kollegen und Freunde. Und ja, meine Mutter ist auch da, mein Bruder ist auch da. Da habe ich niemanden mit unten, außer ein paar eben Verwandte. Und dann ist Ihr Bruder dann da auf die Welt gekommen? Oder? Mein Bruder ist da auf die Welt gekommen. Ja. Und natürlich auch geblieben, ja. Ja. Ja, da habe ich mich vielmals gefragt, warum ist er da geboren und ich war nicht mehr bei der Grossmutter. Aber es war eine andere Zeit. Früher sind viele Italiener, die hier in der Schweiz gekommen sind, haben gemeint, wir gehen ein paar Jahre in der Schweiz, dann arbeiten wir ein bisschen und dann gehen wir wieder zurück. Und es war nicht so, die sind alle hier geblieben.